Wir haben uns die Kombination aus dem Frontmäher EasyCut F320CV und der Heckmaschine EasyCut R320CV angesehen, die eine Arbeitsbreite von je 3,14 Meter haben und mit 33 cm Überschnitt auf eine Schnittbreite von 5,95 Meter kommen. Der Aufbereiter hat gebogene Zinken aus Bohrstahl. Sie können begrenzt pendeln und stehen dank der Fliehkraft sicher im Futter. Als Gegenwerkzeug dient eine verstellbare Riffelblechplatte. Am Mähbalken selbst gab es keine Änderungen. Positiv ist uns dem ersten Eindruck nach der vergleichsweise ruhige und vibrationsarme Lauf der Mähwerke aufgefallen. Die Anfahrschutze aus Gummi bieten eine Knautschzone von rund 5 cm. Das Schaltgetriebe ist bekannt, die transportable Klingenbox ist neu. Der Aufbereiter ist nicht mehr stufenlos, sondern jetzt in 7 Stufen verstellbar. Optional gibt es hydraulisch klappbare Seitenschutze. Das Manometer informiert über den Auflagedruck. Der Float-Anbau-Bock entlastet das Mähwerk. Die verstärkte und jetzt doppelschnittige Umlenkung hat Krone überarbeitet. Auf Wunsch gibt es einen Hydraulikzylinder mit Kniehebel, der über ein DW-Steuergerät die Verstellung des Auflagedrucks aus der Kabine erlaubt. Wer genau hinschaut, erkennt den neuen Anbaubock am Heck, mit dem Krone auf leistungsstärkere Schlepper und höhere Fahrgeschwindigkeiten reagiert. Der massive Bock ist dreifach an die Breite des Schleppers bzw. Frontmähers anpassbar. 4 Abstellstützen gehören zur Wunschausstattung. Sie ermöglichen das Parken in Transportposition. Von der Zapfwelle geht es durch ein Winkelgetriebe zum Schaltgetriebe am Mähwerk. Serie ist die 540er Drehzahl. Auf Wunsch gibt es 1000 Umdrehungen. Ebenfalls zur Wunschausstattung gehört die hydraulische Mähwerksentlastung. Das Manometer ist aus der Kabine gut zu sehen. In der Serienausstattung lassen sich die Entlastungsfedern per Bolzen im Lochraster vorspannen. Zum Transport klappt das Mähwerk weit hinter den Schlepper und lässt sich so bequem und sicher fahren.